Denn wir brauchen ja doch ein, zwei Ressourcen später, die wir nicht so in der freien Wildbahn mehr finden. Entschuldigung. Also ja, Silber können wir noch finden, aber ich denke auch nur noch sehr begrenzt. Sind denn die Silberwerkzeuge die besten herstellbaren? Warte mal. Schließen, Techbaum. Da, Silberspitzhacke. Ja, sind sie. Also es gibt noch kaufbare Metrierwerkzeuge, aber die sind halt genau das. Kaufbar, nicht herstellbar. So, mach zu. Was? Kannst du da nicht zumachen. Freien Kontrolle nehmen. Hallo? Wo ist... okay. Also das Ding da scheint auch noch nicht ganz ausgereift zu sein. Also wenn wir einstellen, dass die Zwerge nicht ihr Shelter verlassen dürfen. Was anscheinend nachts automatisch passiert. Dann können wir, wenn wir einen Zwerg übernommen haben, keine Gegenstände mehr aufstellen. Sehr kurios. So, Buch aufsammeln. Hier steht alle im Weg, Jungs. Handtuch da, genau. Zu, zu. Könnt ihr Sachen ruhig nach Hause bringen? So, befreien. Du, tot, du. Tot, das weg, das weg. Das weg. Dann ist die Welt bald flach. Dann ist die Welt bald flach. Hier. Kriegt sogar ein Portal. Nimm, 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 nimm. Da. Du. Nein, 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 nicht abhauen. Du. Kontrolle übernehmen. Zack, zack. Zack. Und klettern geht echt 1A. Also ja, der Bug ist definitiv gefixt. Sind noch jede Menge anderen da, aber die sind nicht mehr ganz so wirklich wild. Jetzt könnte noch neuer Content kommen. Also ja, die Texte sind auch praktisch. Aber was ich eher meine, ist die dritte Welt. Das wäre sehr schön. Weil wir nähern uns ja doch langsam dem Ende hier. Wir können bald die Metrie-Sache herstellen. Dann könnten wir theoretisch noch den Fahrstuhl unten bauen. Wobei das so rum irgendwie doof ist, ne? Normalerweise sollte man Fahrstühle und anderes Gedöns bauen, um dann später an das Schwierigere zurück ranzukommen. Jetzt haben wir das Ganze schwierig und bauen dann das Ganze. Weil der Tech Tree halt so ist, wie er ist, ne? Hier, fast ganz am Ende ist der Aufzug. Und das Lager ist ganz am Ende. Also einen Außenposten bauen oder sowas ist schon mal gar nicht. Könnten Sie vielleicht auch nochmal umbedenken. Also ja, es gibt den Sandbox-Modus, aber... So, Büsche brauchen wir nicht. Zu, zu. Und dann habe ich gleich, glaube ich, erstmal auch von Hand genug gemacht. Ja, das putzt gleich alles runter, ich weiß. Zack. Raus. Nix da, nix aufsammeln, einfach nur weg, 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 weg. Lass mich hier arbeiten. Wow. Zwerg. Bei Zwerg. Komm, oh. Kontrolle übernehmen. Probieren wir, ob ich das reproduzieren kann. Ja, yep, kann ich reproduzieren. Falls einer von euch Entwicklern zuschaut, wenn man hochklettert und dann nach rechts versucht zu gehen, dann ist der Zwerg tot. Befreien. Ah, jetzt überlebt, okay. Jetzt stirbt er an seiner eigenen Dummheit, da kann ich nichts für. Das ist ein sehr interessanter Bug. So, du weg, du weg, du weg. Du weg, du weg. Und oh, die Türen, habe ich ganz vergessen. Da. Nicht, nicht, nicht hier was weghauen. Tür, Tür. Dahin, dahin. Da stehen die Türen. Essenstische sehen super aus. Wo sind die anderen Tische? Dann brauchen wir noch ein paar Bretter. Auf Vorrat. So. Jetzt hätte ich gerne gedeckte Tische.
jedenfalls einen erstmal. Damit wir auf der rechten Seite schon mal zwei gedeckte Tische haben. Da werden die da ersetzt. So, was steht noch an? Tesla-Türme. Dafür brauchen wir Gold und Silber und überhaupt. Silber brauchen wir auch für die Werkzeuge. Also ja, jetzt nächstes Projekt. Wieder irgendeine Mine, die ich verhunzen werde mit den ganzen Pflanzen hier. Da wäre Silber, aber das nur so ein bisschen. Ich hätte gerne so ein richtige, so ein Jackpot-Ding. Ah, ist Kohle? Kohle. Diamanten. Gold. Gold, Gold klingt schon mal gut. Gehen wir nur noch mal hier hin. Graben hier so lang. Genau. Da, da. Wo sind meine Scaffoldings? Die da. Denn wir früher oder später hier brauchen. Die Spinnenseite kann abgebaut werden. Das eine Silber da oben kann abgebaut werden. Da kann zugemacht werden. Da kann zugemacht werden. Die können alle zugemacht werden. Gold, Gold, Gold und das war's. War ein Goldader. Was Schönes, aber es ist keine Silberader. Da sind die Diamanten. Ja, dann mach doch mal oben bei den Diamanten weiter. So. Also ja, erstmal hier alles einsacken. Bauerde, Bauerde, Bauerde. Oh, ich höre Krähen. Und da unten ist ein neues Gestein. Also wir haben hier den Dreck. Dann haben wir diese kompakte Erde. Dann haben wir diese Erde. Und dann haben wir diese rote. Was schon fast Lava ähnlich aussieht. Oh, da ist eine Treppe. Warte mal, da müssen wir hin. So. Das, 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 das. Also scheint so ein Mini-Dungeon zu sein mit irgendwelchen, ne? Gebäuden drin. Also Betten, Öfen und sowas. Aber auch Krähen. Jedenfalls höre ich die. Das ist eine interessante Mischung. Oh, Portalraum. Richtig? Ja, ist ein Portalraum. Im letzten Portalraum waren ja auch schon Krähen drin. Also passt das. Entfernen wir die Spinnenseite, damit wir gucken können, was da ist. Finde einen geheimen Raum. Es gibt viele versteckte und verlassene Räume unter der Erde. Nutze den Kompasszauber, um sie zu finden. Stirb. Ein Springbrunnen und ein Steinsessel. Kann man die herstellen? Springbrunnen, ja. Stoffsessel. Wenn es einen Steinsessel gibt, ist der alt. Also können wir schon recht früh bauen. Ich sehe ihn allerdings nicht. Was nicht viel heißt, weil ich gerne mal Sachen übersehe. Aber es könnte auch sein, dass es ein Gegenstand ist, den man nicht herstellen kann. Das wäre schick. Also alles plündern, alles plagen. Entferne Malerei, entferne Wandlampe, entferne alles. Und antike Säule, denn da lang gucken, ob da noch ein Raum neben ist und sonst runter zum Gold. So, kriegt hier auch Scaffoldings drauf. Da kriegt hier auch ein Scaffolding für. Entferne Wandlampe, entferne Tisch, entferne Säule, entferne Säule. Tong, 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 tong. Ach, die fallen auseinander. Sehr schön. Portal. Bitteschön. Die ganzen Scaffoldings. Ja, komm, weg damit. Das sieht alles so doof aus mit den Pflanzen. Also wenn ich das nicht als Let's Play machen würde, würde ich, glaube ich, Stunden damit verbringen, die ganzen Räume hier zu schippen. So, Gold weg, Gold weg, Gold weg. Scaffold, Scaffold, so. Gold, Gold. Nimm den doofen Scaffold weg da. Gold. Gold, Gold.
Spielgold. Wow, wow. Hey, hey, hey. Warum rüttelt die Erde so? Au, au, töten. Was zur Hölle ist das da? Feuerball. Feuer, Feuer. Brenn, du garstiges. Heilige Handgranate. Hat sie einmal durch unsere Zwerge durchgefressen. Okay. Ja, das Silber, das ist schön. Kommt das Viech jetzt wieder? Also wenn es das nächste Mal rödelt, dann machen wir was? In Deckung gehen ist nicht, das dauert viel zu. Er geht viel zu schnell. Krasse Sache, okay. Portal, Portal, Portal. Weg mit dir. Hier geht darum, da oben wäre noch Silber. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Also es gibt doch noch ein paar Überraschungen hier in der Eiswelt. Und ich höre immer noch die Grillen. Müssten auch irgendwo hier in der Nähe sein. Hier höre ich sie nicht mehr. Hier. Ja, hier sind sie irgendwo. So, weg, 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 weg. Scaffold, Scaffold, Scaffold. Das weg, das weg. Ich hätte gerne das Silber da oben. Weg, 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 weg. Portal. So. Das und das und noch mehr Scaffolding. Das und das auch weg. So. Da brauchst du kein Scaffold. Da brauchen wir gleich Scaffolds. So, die können alle weg. Die können durch das Portal gehen, um bei dem Portal rauszukommen, um da weiterzuarbeiten. Ist ganz einfach. Geh da hin. Genau. Du geh da hin. Hier. Scaffolding, Scaffolding. Bisschen Kohle kann auch nicht schaden. Oh, Gegner. Töten. Hunter Mata. Komm schon. Töten. Die steht hier alle so doof rum. Genau. Rein da. Mehr Scaffolding. So. Das weg. Da oben ist sogar noch Eisen. So. Ganz viele Grillen. Hunter. Fast One-Hits, okay. Und jedes Mal 40 Erfahrungspunkte. Also hier könnte man echt exploiten, wenn man das wollen würde. So, gewonnen. Also, die Höhle hier. Und wieder Gold. Was stellen wir mit dem ganzen Gold an, außer drin zu baden? Also es gibt ein, zwei Rezepte, wo man wirklich Gold braucht. Ich glaube auch für diese neuen Schwerter zum Beispiel, diese Y-irgendwas-Dinger. Ein paar braucht man für die Tesla-Spulen, obwohl wir die nicht benutzen wollen, weil sie keine Erfahrungspunkte geben. Also hält sich das mit dem Gold echt in Grenzen. So, Portal. Da. So, so. Oh, da ist noch Raum. Und für eine Steinsäule. Das könnte jetzt der Portalraum sein. Na komm, guck mal bitte für mich nach. Du musst eine Schnecke töten, ist okay. Und Sachen nach Hause bringen. Jungs, das ist ein Portalraum, der ist wichtig. Damit könnt ihr von dieser erbärmlichen Welt fliehen und in die nächste springen. Das macht ihr jetzt schon seit einer Weile. Ah, okay. Und es ist kein Portalraum. Das ist wieder so ein komischer neuer Raum. Okay. Oh. Töten. Ihr könnt ihn einfach hochkommen lassen und von oben runterschlagen. Oh, das ist schick. Das ist mal richtig taktisch abgesprochen.
Ja gut, ihr kriegt eine Beförderung oder so ähnlich. Das kann man nicht abbauen. Na gut. Kann man es jetzt abbauen? Ja. Gold. Skafull kann weg. Die kommen alle mit. So, also wir haben ein bisschen was an Gold gemacht. Sogar ziemlich viel. Silber hält sich in Grenzen, aber wir können vielleicht ein, zwei Werkzeuge davon herstellen. Und sonst können wir uns auch ein bisschen Silber einfach kaufen. Das heißt, in der nächsten Folge schauen wir uns weiter hier unten in der Schicht um. Sind da noch ein paar interessante Sachen bei. Wie dieser Riesenwurm zum Beispiel. Den würde ich echt gerne mal töten. Vielleicht mit dem Sprengzauber. Oh, hier ist jemand gefangen. Du arbeite, dann lassen wir dich irgendwann raus. So. Ja, also ja, das machen wir nächste Folge. Unten uns weiter umgucken. Schauen, ob wir ein paar Silberwerkzeuge herstellen können. Oder eventuell schon diese ganz tollen Schwerter. Also bis gleich.